Willkommen zurück zum Car Mechanic Simulator 2014. Hier ist wieder Fabi. Und wir machen jetzt hier mal weiter, denn wir haben ja hier beim letzten Mal diesen Ford Mustang gekriegt, den wir renntauglich machen sollen. Mach mal doch auch glatt. Damit wären wir vorne eigentlich fertig. Nicht ganz. Wir könnten gleich noch wieder frisches Öl einfüllen. Dieses Gewobbel von der Kamera macht einen auch irgendwann mal verrückt. So. Dann geht es jetzt noch um das, was unterm Fahrzeug ist. Das war ja nur hier der Stoßdämpfer. Mal gucken, was er sagt. Cool, den Ölwechsel haben wir gemacht. Die Worn-Out-Parts haben wir noch nicht erfüllt. Lasst uns doch mal gucken. Wir suchen jetzt einfach mal ein bisschen. Immer wenn ich irgendwas vergesse, hat es garantiert irgendwas mit dem Kraftstoff zu tun, oder? Benzinpumpe. Benzinpumpe nicht reparierbar. Gut, dann müssen wir eine neue Benzinpumpe kaufen. Fuel. Tja, es sind immer solche Kleinigkeiten, die man halt hin und wieder mal übersieht. Was sagt er jetzt? Jetzt ist er zufrieden. Lass ihn runter, lasst uns das Inventar noch ein bisschen aufräumen. Und dann gehen wir zum 20% Chip-Tuning. 20%, okay. Das könnte wieder interessant werden. Ihr kennt meine Skills beim Chip-Tunen inzwischen. Jetzt komme ich verarscht vor. Das letzte Mal, wo ich immer verzweifelt die 40% gesucht habe, ne? Da habe ich sie nicht gefunden. Aber jetzt, wo ich sie nicht brauche, ne? Da sind sie sofort da. Durch ein bisschen dummes Rumgeklicke. Stockpower 305 PS. Mal gucken, wie hoch er geht. Wahrscheinlich auf über 400. Ja, er geht auf 442 PS. Ach du heilige Scheiße. PS und das nur an der Hinterachse. Da kommt Freude auf. Da kommt wirklich Freude auf, Leute. Damit wird er sein Gewinnerauto haben mit 445 PS. Holen wir uns unser Geld ab. Alle
Teile reparieren und ein Chip-Tuning machen. Ich habe meine Motorelektronik irgendwo billig tunen lassen. Und ich bereue es wirklich. Es gibt einige beschädigte Teile, weil ich etwas Geld sparen wollte. Ja, wenn du auch einen Corsa tunen lässt, du Hirni. Das ist mir selber schuld. Warum soll man einen Corsa tunen? Gut. Gescannt ist er. Mal gucken, was alles im Corsa sich verabschiedet hat. Ach du Schande. Da hat sich ja wirklich einiges verabschiedet. Vom Anlasser übers Zündmodul, die Zündkabel, die Lichtmaschine. Gott, was ist denn an dem Auto überhaupt noch ganz? Ja, der Zahnriemen ist auch... Der Keilriemen ist hin. Oh, da ist ja alles Schrott. Ja, nee, das ist in Ordnung, okay. Gut. Wie sieht das Öl so aus? Könnten wir wechseln. Aber nicht unbedingt. Dann fangen wir mal an mit dem Zerlegen. Eieiei, die Zündkerzen sind auch alle im Eimer. Was sagt uns das? Ich tune bloß keinen Corsa. Du wirst es bereuen. So. Jetzt sind hier noch die Teile dran. Die waren ja noch in Ordnung, aber die Lichtmaschine müssen wir uns auch holen. Zündkerzen, Zündmodul, Riemen, Kabel, okay. So, einmal. Zündkabel, Motorsteuerung. Halt, ich hab ver... Oh, ich Idiot. Ich hab vergessen, den Anlasser mit auszubauen. Der war doch auch Schrott. Jetzt gerade, wo ich ihn im Shop gesehen habe, ist mir aufgefallen, ups, der Anlasser war ja auch Schrott. Was kriege ich überhaupt für den Auftrag? Ja, aber Minimum. Weil, was ich jetzt schon ausgegeben habe für die Ersatzteile, das ist ja Wahnsinn. So. Dann lasst uns doch mal wieder ein bisschen zusammenbauen. So. Hier unsere neuen
bisschen Kerzen rein. So. Dann müssen die neuen... Nein. Nicht die alten Zündkabel draufbauen. Verklickt. Die neuen Zündkabel hätte ich gern. Und hier hinten noch den Anlasser wieder rein. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das Öl noch tausche. Nee, eigentlich. Öl wird nicht gewechselt, hat er nicht verdient. Wie, verarsch mich nicht. Ist bestimmt wieder irgendwas an der Benzinpumpe. Weil für die bin ich auch Spezialist inzwischen. Die zu vergessen oder den Filter zu vergessen. Diesmal ausnahmsweise nicht. Ha. Dann. Wie verpeilt war ich denn da gerade? Habe ich da jetzt echt den alten Riemen wieder eingebaut? Habe ich mich da auch verklickt? Hä? Ich habe doch einen gekauft, oder? Ja. Klar, habe ich einen gekauft. Für einen V6 einen Zahnriemen. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon an den Kopf gegriffen haben, wie auf die Idee kommt, sich den zu kaufen. Aber ja, passiert mal. Boah, ich merke es nicht mal beim Wiedereinbau, ich bin echt... Aber jetzt... Was sagt er? Jetzt haben wir alles repariert. Jetzt machen wir unser Inventar leer und dann gehen wir noch zum Chip-Tunen. So, ab zum Chip-Tuning. Wir haben diesmal keine Vorgabe. Hauptsache, wir machen irgendein Chip-Tuning. Das kann ja nicht so schwer sein. Hoffe ich. Ja, nehmen wir. Das sind so 25%. Beginn Test. 110 PS. Standard. Geht auf. +43% ist in Ordnung. Damit sollte er jetzt komplett zufrieden sein und wir geben ihm die Kiste wieder. So. Finde und installiere das fehlende Teil. Letzte Nacht ist jemand in mein Auto eingebrochen. Sie haben etwas gestohlen. Also sie haben etwas aus dem Motor gestohlen und ich kann nicht mehr starten. Kannst du es reparieren? Mal gucken. Wir schauen einfach mal in die Haube. Gehen auf Wiedereinbau. Gucken einfach mal. Ja. Ja. Ich, Idiot. Ich hätte es auch gleich sehen können. Da fehlt die Batterie. Da fehlt die Batterie.
Ich würde sagen, wir kaufen die Batterie für den Typen, der zu blöd ist, die Batterie im Motorraum zu finden. Beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ciao, sagt Fabi.